Aber sagen sowieso, dass heute mit Chrissy ein bisschen. Im Ernst jetzt oder verarschst du mich? Nein, es war heute wirklich schon so ein bisschen so. So, keine Ahnung, gibt halt mal schlechte Tage. Ja, die habe ich unten dauernd. Aber nicht, dass Chrissy und ich uns nachher trennen müssen. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werden Chrissy und ich uns so hart streiten. Nicht in echt, sondern vor meiner Mutter oder meinen Eltern. Das wird schon vor Ash probiert, aber da hat es nicht geklappt. Ich wollte sagen, oh, es wird ein lustiger Tag heute. Übrigens, wir machen es ganz so. Ihr habt mir ein paar Fragen auf YouTube gestellt zu Leo. Ja. Er schläft. Jo, Rudi, alles gut bei dir? Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die auch Mama ein bisschen mit einbeziehen, sodass sie nicht random da sitzt. Beim Beantworten der Fragen werden Chrissy und ich uns so ein bisschen in Streit geraten. Ich bin super gespannt, wie Mama das Ganze aufnehmen wird. Ob sie es gar nicht juckt. Ich weiß nicht, was du gerade für komische Geräusche da hinten machst. Ich bin mit Leo. Achso, kannst losgehen, wir holen Mama nach oben. Ich hoffe, das Ganze ist wirklich nur aus Spaß. Leo. Wenn nicht, dann kannst du halt auf dem Balkon schlafen. So, Mama ist, glaube ich, da. Yep. Es kann losgehen. Ich habe nämlich Zuschauer gefragt, was sie so wissen wollten, schon immer so. Wie finden deine Eltern Leo und dass ihr jetzt einen Hund habt? Ich finde es voll cool. Ist eigentlich wie so ein kleines Baby. Also sobald Leo so den Raum betritt, dann alles so, oh Leo und so, und er freut sich so süß. Adrian spielt mit ihm irgendwie auf seine besondere Art und Weise. Die bellen sich gegenseitig an. Und gab es deswegen schon Streit? Naja, also du hast mich ja reingelegt. Das war ja ein Prank. Da hätte ich dich fast geschlagen. Ey, und am Anfang, als wir überlegt haben, Leo zu holen, da gab es mit Ash so ein bisschen Krise. Ja, okay, da gab es mit Ash so ein bisschen Weil Ash wollte unbedingt einen Hund haben, ja. Und Chrissy und ich haben uns dann eben einen geholt. Dann war Ash so ein bisschen so, yo, ey, ich will eigentlich auch einen Hund. Ja. Kann ich den nicht mitholen so? Aber ja, hat sich alles gelegt. Wen mag Leo von uns beiden mehr, Max oder Chrissy? Ich würde sagen Chrissy. Hä, gar nicht. Nein? Ich finde, er mag mich mehr. Hä? Nein, nein, doch. Ich würde sagen Chrissy. Warum denn Chrissy? Chrissy ist wie Mama für ihn. Ja, und ich wie Papa. Ja. Was ist das denn? Vielleicht mag er mich auch wie Oma. Ich geh nachts immer raus mit ihm. Das stimmt. Ja, du nicht. Nimm dir daran mal ein Beispiel. Mag er dich dann mehr, weil du mit ihm rausgehst? Ja, auch? Ich bin der Erlöser nachts. Nein, also, Essen ist besser. Also ich gebe ihm immer Essen. Und es wurde auch gefragt, wie alt Leo denn ist. Und Leo ist 15 Wochen alt. Bist du dumm? Der ist 16 Wochen alt. Hä? 16. Am 24.12. geboren, zählt mal. Hä, 15 Wochen ist der? Nein, 16. Gestern 16 Wochen alt geworden. Nein. Doch. Echt jetzt? Na, 15. Hol mal Kalender. Hä, ich hab immer recht. Was sowas angeht. Wir gleich. Nee. Tatsächlich 16. Er ist diese Woche 16 Wochen. Ich hasse dich, ja. So leise, ey. Streit. Live. Nein. Leo weiß nicht. Ja, aber sowas? Egal. Ist Leo schon stubenrein? Und nachts macht er nicht in sein Bett. Er meldet sich. Tagsüber. Ja, also weiß nicht. Die Kinder bewachen ihn hier. Oh, um nein, so krass ist es nicht. Adrian sagte, das sind Helikoptereltern sozusagen. Ach, Herrchen. Guck mal, wenn er zum Beispiel mal hier drin macht, so. Also ich versuche immer so Nein zu sagen währenddessen. Weil er ist. Nein, machst du gar nicht. Doch. Du lässt ihn doch immer machen. Nein. Nee, dir ist doch egal. Oh, stimmt gar nicht. Doch. Sag mal, ist hier Streitlaune oder was? Was gibt's hier? Was gibt's? Nein, ja. nein, alles gut. Kann Leo Tricks? Er kann Sitz machen. Er kann. Dann die Kinder haben es ihm beigebracht. Nein, ich hab's ihm beigebracht, oder? Ja, ich hab's ihm beigebracht. Er hat's ihm beigebracht. Nein, er hat zu mir gesagt, er hat's mit ihm geübt. Ja, geübt, aber beigebracht habe ich das. Also ich hatte mich hingesetzt, hatte so 10. Erlügt. Ich hatte. Leo, sag mal bitte, wie es richtig war. Bellt Leo, wenn es klingelt. Wir haben vorhin aufgenommen, wie Ash losgebellt hat. Wie Ash wahrscheinlich. Wie Leo losgebellt hat. Ash bellt auch, genau. Ich habe vorher Ash geschrieben, dass er mal kurz klingeln soll. Im Ernst, oder Leo? Was für Richtung? Wollen wir hier das so auf 7:30 drehen, ne? Es nervt es manchmal, früh morgens bis vor so spät abends rauszugehen mit Leo. Das einzige Problem, was ist, ist das nachts rausgehen, wo Chrissy nie Bock drauf hat. Das stimmt nicht. Hey, du hörst ihn immer nicht, das war das. Ja. Genau. Ja, aber, also, ich hab Max gesagt, er soll mich wecken, ja. Aber er weckt mich. Wenn ich dich versuche zu wecken, sieht es so aus, ey Chrissy, steh mal auf. Du weckst mich nicht. Du schläfst einfach weiter. Nein. Hey, natürlich schläfst du einfach weiter. Du weckst mich nicht. Nein. Ja, das stimmt. Bist du jetzt fertig? Ich mach den Rest alleine. Wo bist du jetzt? Warum willst du jetzt streiten? Familienstreit erst. Nee, ich mach's. Ja, dann beantworte doch die Fragen alleine, Mann. Ich spiele mit dir oder weiter. Ja. Könnt ihr runtergehen? Nee. Gehst du mal runter oder hoch? Dann geh ich hoch. Ich hab hier noch rausgeworfen.
Wollen wir das einfach nochmal machen, das Video? Das hat mir nicht so gefallen. Also ich hatte halt so eine Vorstellung, wie es wird, und es war nicht so. Wurde es ein bisschen extrem. Ich gehe gleich mal schauen, wie es so ist. Ich glaube, ich gehe nochmal runter und entscheide mich nochmal um, dass ich doch mit dir machen möchte. Ich kann es gar nicht unterscheiden. Das ist echt schlimm. War das dann ernst jetzt, oder? Das war viel zu viel... nein, das war zu streitig. Ich dachte, das ist so gewollt. Wir machen das nochmal, okay? Alle Fragen? Ich lasse ein paar raus einfach, warte. Was ist mit dir los? Weiß ich nicht, das hat mich einfach in dem Moment genervt. Kenn ich dich gar nicht, du. Sehr. Du hast dich von Papa abguckt oder was, ey? Wird bloß nicht so wie er. Was denn? Scheiße. Dann musst du in dem Moment sagen, Leute, hier anderes machen. Oder wir sollen das mal anders machen. Woher soll ich das denn wissen? Oder wir? Normale Frage-Antwort? Ja. Ja, ist okay, dann machen wir das doch. Okay. Also, du fängst damit an. Du hast angefangen. Nein, das. Nicht. Ich bin ich bin immer irgendwie ein bisschen genervt von Chrissy. Was hab ich gemacht? Hä? Falscher Fuß aufgestanden oder so, keine Ahnung. Wer? Ja, dann du. Wer, du? Ja, alle. Also hier, Papa auch unten. Warum? Das sieht doch nicht, was er mit seinem Scheißprogramm nicht hinkriegt. Und dann höre ich nur noch wütend die Maus. Die ganze Zeit, weißt du? Und ich sag, denkst du, sag mal, spinnst du jetzt völlig oder was? Darf ich das nachher mit reinmachen? Ja, hier, schlecht geschissen oder so. Ja. Weißt du so, Programm nicht zurechtkommt. Ich glaube, Leon müsste auf Klo. So, Chrissy, bist du jetzt nicht dabei oder was? Nee, er muss pinkeln. Wir warten einen Moment. Wir reden jetzt mal. Von Mutter zu Sohn, du. Ach so, genau, wir finden. Oh, warte, ich kann das glaube ich noch nicht. Ich weiß nicht, was ist denn los? Weiß ich nicht. Oder ist das Video nicht so gut? Das war echt so kleine. Es war ja nicht richtig. War halt Gezanke, ne? Ja, aber das ist, wir sagen sowieso, dass heute mit Chrissy ein bisschen. Im Ernst jetzt oder verarschst du mich? Nein, es war heute wirklich schon so ein bisschen so. Wie so, keine Ahnung, gibt halt mal schlechte Tage. Ja, die habe ich unten dauernd. Ist das sonst schon, was ich dir Gedanken mache? Aber nicht, dass Chrissy und ich uns nachher trennen müssen. Ist das jetzt ein Video oder nicht? Wo machst du jetzt? Du verarschst mich jetzt, oder? Alter. Ich glaube. Warte mal. Soll ich dir jetzt. Ich hatte. Warte mal. Du prankst mich gerade wieder, du Arsch, oder? Was? Von entsetzt, Mann. Was ist jetzt? Warte glaub, mal, das war gar nicht. Das Video war nur ein Vorwand. Und dann habt ihr angefangen, euch zu streiten. Ich habe mich schon mal gewundert, warum das so ist. Willst du kurz Titel erraten? Bist du doof? Chris und ich trennen uns. Oder? Es gibt gar nicht einen Leo hier. Mann! Das ist ja... Hab ich schon lange nicht mehr gemacht, ey. Bald bist du 18 und darfst ja gar nicht mehr. Warum darf man das denn vorher? Was ja wohl nicht mal. Weil du mit mich... Du quälst mich manchmal. Also, ich finde gerade ganz witzig, Mama hat tatsächlich noch am Ende gecheckt jetzt, dass es gar nicht darum geht, die Fragen zu beantworten. Alter. Nein, bist du eigentlich? Mann. Das ist mir bescheuert. Also vor dir? Vor mir zu streiten. Ja, genau. Ja, klar. Ich dachte, das weiß ich gerade. Sie weiß das. Die weiß das? Ja. Vielleicht kriegst du auch noch einen Arschbruch. Chrissy! Ich bin erstaunt, dass ich so ernst bleiben konnte. Ja, ich hab dir das auch... Oh, was Leo mitgebracht hat. Leo, das ist Ich hasse dich. Das war so witzig. Ich hasse dich auch. Das war so richtig witzig, wie Mama nach und nach gecheckt hat, dass das hier gar nicht um die Frage geht. Genau. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Ihr könnt gerne bei Mama vorbeischauen, bei Chrissy vorbeischauen. Und dann sagen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mach mal nicht die Kamera aus. Ich lasse sie, glaube ich, an.